Ah, ich freue mich wieder, hier bei euch sein zu dürfen und euch mit dem Wort Gottes zu dienen. Heute mit einem wunderbaren Thema: von Gott erfrischt werden. Passend zur Ferienzeit. Und weil Ferien sind, viele sind auch nicht da, heißt das, einfach mal die Seele baumeln lassen. Ferien genießen, auftanken. Manche kommen gerade aus den Ferien, andere sind gerade in den Ferien und andere fahren noch in die Ferien. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr erleben dürft, wie ihr auftanken könnt, neue Kraft schöpfen könnt und eure Seele baumeln lassen könnt. Was ist aber, wenn die Ferien zum Auftanken nicht ausreichen? Oder die Ferien noch weit weg sind, meine Batterien aber schon lange leer sind? Was ist, wenn ich so am Ende bin, dass ich dringend Ferien brauche oder wieder Ferien brauche, aber die nächsten Ferien sind weit weg? Was ist, wenn meine Seele, mein Geist niedergeschlagen ist? Was ist, wenn meine Seele aufgewühlt ist und einfach nicht mehr zur Ruhe kommt? Dem Prophet Elia erging es genau so. Er war am Ende. Und wir wollen an seinem Beispiel sehen, wie Gott ihn wieder erfrischt hat und wieder aufrichtete und ihn wieder in seinen Dienst gestellt hat. Und genauso wie Gott damals an Elia gehandelt hat, will Gott auch an uns heute handeln. Er will uns erfrischen, er will uns aufrichten und er will, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Und so wollen wir gemeinsam den Predigttext lesen aus 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 18. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. Und wir hören auf das lebendige Wort Gottes. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht.
und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats, von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den sollst du Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen. Nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Ein wahrhaftiges Wort von Gott. Man könnte auf den ersten Blick meinen, eine ziemlich schwere Botschaft. Aber ich meine, es ist eine erfrischende Botschaft. Zumal es mir letzte Woche genauso erging, als ich das vorbereitet habe, ich wurde erfrischt. Selbst dann, wenn man selbst einmal müde ist, man wird erfrischt mit diesem Text. Und wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie das von sich gegangen ist, wie Gott den Elia erfrischt hatte, als er niedergeschlagen war. Zunächst einmal, wer war Elia? Elia war ein treuer, gehorsamer Diener Gottes, ein Prophet zur Zeit des Königs Ahab, der 22 Jahre lang über Israel, also dem ganzen Nordreich, regierte. Und Ahabs Frau hieß Isebel. Und sie sorgte mit dafür, dass in Israel ein richtig gehender, großer Götzenkult eingeführt wurde, mit dem Baal, mit Aschera-Bildern. Und das erzürnte Gott wie sonst kein König vor ihm. König Ahab tat schlimmer als alle Könige vor ihm. Und der Herr war sehr erzürnt. Und dann tritt Elia auf. Und Elias Name heißt, mein Gott ist der Herr. Oder mein Gott ist Jahwe, der lebendige Gott, der einzige Gott. Und in diesen lebendigen, einzig wahren Gott soll Elia diesem Ahab zeigen. Wahrhaftig vor Augen führen, damit das Volk ihren Gott wieder erkennt. Und so spricht Elia zu Ahab in Kapitel 17, Vers 1, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Gott ist der Herr über Wind und Wetter und Regen und nicht etwa Baal, der auch als ein Gott des Regens verehrt wurde und somit für die Fruchtbarkeit des Landes zuständig sein soll. Und aus Jakobus 5, Vers 17 wissen wir dann, dass es 3 Jahre und 6 Monate lang nicht geregnet hat. Und so kam eine große Hungersnot über das gesamte Land. Es wuchs nichts mehr, kein Essen, gar nichts mehr. Elia aber
wurde von Gott am Bach Krit von Gott versorgt. Und dann von einer Witwe in einer Ortschaft. Und bei dieser Witwe, als Gott den Elia zu dieser Witwe hinsendet, erlebt Gott gleich zwei Wunder, die Gott bei dieser Witwe tut. Die erste ist, der Mehltopf und der Ölkrug werden nicht leer und nicht weniger, sodass die Witwe und ihr Haus genug zu essen haben und Elia gleich mit versorgt werden konnte, obwohl eine Hungersnot war. Das zweite Wunder ist, dass Gott den Sohn der Witwe wieder zum Leben erweckte, als er todkrank wurde und tot war. Und danach lesen wir dann in Kapitel 18 von dem großen scheinbaren Kampf der Götter. Auf der einen Seite Baal und auf der anderen Seite Jahwe, der lebendige Gott. Der Sieger ist aber klar. Als die Propheten Baals begannen anzubeten und ihn anriefen, geschah gar nichts. Der ganze Altar, den sie gebaut hatten, blieb so, wie er war. Es geschah nichts. Als aber Elia den Herrn anrief, kam ein Feuer vom Himmel und verzehrte den ganzen von Wasser getränkten Altar, samt den Steinen, alles weg verzehrt. Und das ganze Volk sah, das ist unser Gott. Er ist der Herr. Und kehrte wieder um zum Gott. Ja, Elia hat wahrlich Großes erlebt mit Gott. Wunderbare Sachen. Er war sozusagen auf einem geistlichen Höhenflug. Von einem Wunder in das nächste, von einer großen Tat in die nächste. Und diese Offenbarung Gottes auf dem Berg Karmel, wo das Feuer vom Himmel kam und alles verzehrte, das war der Höhepunkt seines Dienstes. Elia war beflügelt, aber auch aus Jakobus 5, Vers 17 wissen wir, Elia war ein Mensch wie wir. Ein Mensch wie du und ich. Also auch Elia war kein Superman, dem das alles so leicht von der Schulter gehen würde und mit dem das nichts machen würde, wenn man großartige Sachen mit Gott erlebt. Denn als Ahab dann zu seiner Frau Isabel nach Hause kehrt, nach diesem Gottesereignis auf dem Berg Karmel und berichtet, was dort passiert ist, wurde sie sehr zornig und ließ Elia eben ausrichten, wie wir gelesen haben in Vers 2. So wie du die Propheten des Baals hast umbringen lassen, so will ich auch nach deinem Leben trachten und dich umbringen. So soll auch er, Elia, umgebracht werden. Und als Elia das hört und als er sieht, wie sein Volk wieder unterwegs ist, läuft Elia davon. Er läuft und läuft und läuft und rennt weg aus dem Land Israel hinaus, an die Südgrenze zu Juda, über diese Grenze hinaus, völlig weg von seinem Dienstort, völlig weg von dem Land Gottes, hinaus in die Wüste, und wir finden ihn unter einem Ginsterstrauch liegend, völlig erschöpft, niedergeschlagen. Jemand hat mal zusammengerechnet, dass er insgesamt, seit er vom Berg Karmel oben runter ging und vor Ahab noch in die Stadt tanzte, bis er dort unter dem Ginsterstrauch liegt, 480 Kilometer ist Elia gelaufen. Also über zehnmal mehr wie ein Marathon, aber am Stück. Und so können wir uns vorstellen, wie erschöpft Elia gewesen sein muss. Schon nur an seinem Körper völlig erschöpft am Ende, aber auch seine Seele war am Ende. Hat er doch Großartiges mit Gott erlebt und dennoch trachten sie ihm nach seinem Leben. Er ist vom Geistlichen hoch in ein tiefes Loch gefallen. Und erst dort, unter dem Ginsterstrauch, geht Elia, der auch bekannt ist als Mann des Gebets, ins Gebet.
erst dort, nach 480 Kilometern weglaufen. Und er geht vor Gott ins Gebet, schüttet sein Herz aus und klagt Gott, es ist genug. Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und dann schläft er ein. Man muss nicht in einer Gemeinde angestellt sein, um ein Diener Gottes zu sein. Sondern dort, wo Gott dich hingestellt hat, an deinem Ort, wo du wirkst, an deinem Arbeitsplatz, an deinem Studienplatz, in deinem Umfeld zu Hause, in der Nachbarschaft, bist du ein Gottesdiener. Dort dienen wir Gott, dort haben wir einen Auftrag von Gott, nämlich Salz und Licht zu sein für diese Menschen. Und wenn man mit Menschen redet, die im Arbeitsumfeld stehen, dann ist es nicht ungefähr immer einfach, von der Hand zu gehen, ein Zeugnis zu sein, ein Licht zu sein für die Menschen im Umfeld. Das ist mühsam, man erfährt Verachtung und so weiter. Das kann schon ziemlich mühsam werden, wenn man ein Diener Gottes ist. Und auch dort in unserem Alltag können wir erleben, wie unsere Seele ermattet, ermüdet. Oder noch viel mehr, wenn uns Leid trifft. Viel Leid. Wir haben hier viele Personen, denen trifft ein Leid nach dem anderen. Scheinbar kein Ende. Auch diese Woche haben sie wieder Gebetsanliegen erreicht. Wir werden nachher noch ein Gebetsanliegen hören. Da könnte man stundenlang vor Gott weinen und klagen. Und die betroffenen Personen tun das sehr wahrscheinlich. Vor Gott weinen und klagen. Herr, warum? Herr, wie lange noch? Niedergeschlagen. Und Klagen vor Gott ist erlaubt. Elia macht es vor, die Psalmen, die eigentlich alle Gemütsregungen, die wir haben können, abdecken. Klagepsalmen kommen zuhauf vor. Klagen ist erlaubt. Wir sollen in unserem Leid, wenn unsere Seele niedergeschmettert ist, vor Gott kommen und es bei ihm ausschütten. Und wie reagiert Gott? Gott ist derjenige, der zuhört. Er hört dich. Und dann lesen wir, wie Gott einen Engel sendet zu Elia. Und er sagt zu ihm, steh auf und esse. Und er findet einen fein gebackenen Brotfladen neben sich und zu trinken. Das ist der erste Schritt. Also wenn unser Körper niedergeschlagen ist und unser Geist niedergeschlagen ist, Gott sorgt erst einmal dafür, dass du wieder zu Kräften kommst, auch an deinem Leib. Also der Leib ist nicht etwas Niederwertiges, wie Jorgos schon schön eingeführt hat, der ist etwas wert. Und Körper und Seele und Geist gehören zusammen. Und wenn schon mal unser Körper geschwächt ist, dann ist es auch ziemlich einfach und schnell passiert, dass unsere Seele und unser Geist geschwächt werden. Insbesondere dann, wenn noch Angriffe kommen. Man kann auch die Botschaft von Isabel als Angriff Satans ansehen, der genau in seine Seele traf, als er schon körperlich geschwächt war. Und was macht Gott? Er sagt, steh auf und esse. Also zu Neudeutsch könnte man mal sagen, gönn dir mal was. Wenn dein Körper geschwächt ist, nimm dir zu essen, lass es deinem Körper gut gehen, schau, dass du wieder zu Kräften kommst, das ist überhaupt nicht verkehrt. Sondern es hilft, dass auch deine Seele wieder zu Kräften kommt. Handkehrum gibt es ja in der Bibel auch das andere Beispiel. Wenn der Körper geschwächt ist, aber die Seele und der Geist ist stark, auch das gibt es. Aber bei Elia ist das andere Beispiel, sein Körper ist geschwächt und sein Geist auch. Und das hängt miteinander zusammen. Und Gott sagt, steh auf und esse. Tu dir etwas wohl. Und das ist wahrscheinlich das, was wir in den Ferien machen. Wir schauen zu unserem Körper, tun uns wohl, essen gut, gönnen uns etwas, gönnen uns Entspannung, haben vielleicht etwas mehr Zeit für Sport. Das ist aber der erste Schritt. Und bei Gott, Gottes Erfrischung geht es noch weiter.
Er möchte uns noch viel tiefgründiger aufrichten. Und so, ja, gibt ihm noch ein zweites Mal Stärkung, nachdem er eingeschlafen ist. Und Elia läuft weiter zum Berg Horeb. Man könnte davon ausgehen, dass das sein ursprüngliches Ziel war, wo er hinlaufen wollte. Aber seine Energie hat nicht bis dorthin gereicht. Und Gott stärkt ihn wieder, dass er dort ankommt. Und der Berg Horeb ist nicht irgendein Berg, das ist der Berg Gottes. Schon Mose ist dort Gott begegnet. In 2. Mose Kapitel 3, wie im brennenden Dornbusch Gott zu ihm redet. Und sehr wahrscheinlich will Elia auch dort so mit Gott reden. Er wusste, das ist ein besonderer Berg. Dort will ich hin. Und dort angekommen, wird Elia gefragt, was machst du hier? Was machst du hier? Und auch hier wieder, Gott redet mit dir. Also Gott hört dir zu und Gott redet mit dir. Und er fragt Elia, was machst du hier? Und wieder gibt er Elia die Möglichkeit, sein Herz auszuschütten. Und Elia sieht eigentlich auf sich und klagt Gott wieder einmal und sagt von sich, ich habe heftig geeifert in Vers 10 für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Zweimal sagt Elia genau das Gleiche. Also Elia schaut eigentlich zu Boden und betrachtet nur sein Problem. Und Gott kommt zu ihm, nicht so wie er es erwartet hätte, in einem brausenden Wind, der alles zerschellt, nicht in einem Feuer, wie Mose das erlebt hat, nicht in einem Feuer, der den ganzen Brandaltar verzehrt hatte auf dem Berg Karmel, wie er es auch schon erlebt hat, sondern in einem sanften, leisen, stillen Lüftchen. Ganz anders, als Gott, als Elia erwartet hat. Und es zeigt auch, Gott ist der Sanftmütige, der dir so begegnet, wie du es gerade brauchst und nötig hast. Und was macht Gott? Er möchte den Blick von Elia, der nur auf sich schaut und seine Probleme und wie es ihm geht und das zweimal geklagt hat und am Ende ist, möchte Gott den Blick heben, dass er auf Gott sieht, wie groß Gott ist und was er tut. Und Gott sagt zu ihm quasi, ich war vor dir am Werk, ich war durch dich am Werk und zu deiner Zeit und werde auch nach dir am Werk sein. Und deine Mühen waren nicht umsonst. Also Gott richtet Elias Blick weg von seinem Problem auf sich gerichtet, erst einmal hoch zu Gott, was Gott tut, Gottes Perspektive. Und genau gleich möchte Gott das auch mit uns machen. Wir alle haben irgendwo zu kämpfen, die einen mehr, die anderen weniger, die einen mehr schmerzhaft, die anderen weniger schmerzhaft, die einen sind mehr betrübt, die anderen weniger. Gott möchte heute Morgen unseren Blick hochrichten und uns seine Perspektive geben und sagen, schau her, ich bin am Werk. Und darum ist es so notwendig, dass wir sein Wort lesen. Hier sehen wir, wie Gott am Werk war, am Werk ist und noch am Werk sein wird. Vor dir, mit dir und nach dir. Und er wird dir auch sagen, wie wertvoll du bist und du ihm nicht egal bist. Und er derjenige ist, der für dich sorgt, dass du wieder zu Kräften kommst. Er derjenige ist, der dich wieder aufrichtet, der dir zuhört, aber auch mit dir redet. Gott möchte deinen Blick heben. Und so sagt Gott am Ende, was er eigentlich tut. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat.
Wenn man einmal in einem Sumpf steckt, niedergeschlagen ist, auf sich schaut, alles negativ sieht, dann neigt man dazu, erstens zu übertreiben, man neigt dazu, in Selbstmitleid zu verfallen und man neigt dazu, Selbstgerechtigkeit zu üben. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und ja, Gott hört zu und ja, Elia hat recht, aber das sind alles nur Halbwahrheiten. Elia sollte eigentlich wissen, dass ein Mitdiener von ihm, Obadja, 100 Propheten verborgen hat, dass sie nicht umgebracht werden. Gott richtet den Blick auf das, was er tut. Weg von einer negativen Sicht hin auf Gottes Sicht. Und darum, Selbstgerechtigkeit nützt gar nichts. Sondern Gott ist am Werk und er sorgt dafür, dass es weitergeht. Und so ist es auch an uns, so wie Elia auch eine Korrektur brauchte in seiner negativen Sicht, ist es vielleicht auch an uns dran, dass wir uns korrigieren lassen in unserer Sicht, wenn wir im Sumpf stecken, niedergeschlagen sind. Lassen wir dann unsere Sicht korrigieren mit Gottes Sicht. Das gehört sehr wohl dazu, dass es uns wieder besser geht. Und es ist wahrlich ermutigend, wenn man hört, wie Gott am Werk ist und was er selbst in meiner Situation schon getan hat. Da hilft es manchmal nur schon zurückzublicken und zu sehen, welche Wege bin ich schon gegangen, wie viele Wege ist der Herr schon mit mir gegangen. Klingt da nicht Psalm 23 an, der gute Hirte, der mich führt auf frische Weiden, schöne sonnige Lebenszeiten, der aber auch mit mir geht, wenn ich durchs finstere Todestal gehe. Der Herr ist mit mir und der Herr ist mit dir. In den sonnigen wie auch in den finsteren Zeiten deines Lebens. Nehmen wir Gottes Perspektive an, lassen wir unseren Blick auf ihn richten, dass wir wieder zu Kräften kommen, ermutigt werden, erfrischt werden. Und dann Gott richtet den Elia auf, schenkt ihm seine Sicht, wie er am Werk ist und sendet ihn auch wieder aus. Geh wieder zurück auf den Weg und führe deinen Auftrag aus, den ich noch für dich bereit habe. Also nachdem Gott uns erfrischt hat, gebraucht er uns weiter. Und auch das ist eine Ermutigung. Wenn ich niedergeschlagen bin, vom geistlichen Hoch in ein geistliches Tief hineinfalle und ich denke, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen, ich bin auch nicht besser wie meine Vorgänger, ich bin auch nicht besser wie Matthias, ich bin auch nicht besser wie Abraham, Mose und all die großen Vorgänge, die Elia hatte und all die großen Vorgänge, die wir vielleicht kennen und haben, die große Dinge gesehen haben, wie Gott am Werk war. Und dann sitzt du da, du bemitleidest dich selbst und sagst, boah, ich bin nicht besser. Aber Gott sagt, ich sende dich wieder aus. Ich brauche dich noch. Und auch das gibt dir einen Wert. Er sendet dich wieder zurück, auch im Wissen, dass der Herr mit dir ist und nicht ohne dich. Und in all dem klingt auch eine Botschaft von Jesus Christus an. Er selber war einmal die Stimme, die da gerufen hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In Matthäus 11, Vers 28. Ich will euch erquicken. Er ist's, der sanftmütig und demütig ist. Er ist's, der meiner Seele Ruhe und Kraft geben will. Stellt sich die Frage, ja, wie geht das, zu Jesus Christus kommen? Eigentlich genau gleich, wie Elia das gemacht hat. Ins Gebet gehen. Und Elia war spät dran, als er ins Gebet gekommen ist, nachdem er erst weit gelaufen ist. Ich will euch sagen, geht ins Gebet so früh wie möglich, wenn ihr in schweren Zeiten sind.
Ins Gebet kommen heißt, zu Jesus Christus kommen. Und dann auf ihn zu vertrauen, an ihn glauben, Herz ausschütten, er hört dir zu. Aber dann auch Jesus Christus reden lassen, hier, durch sein Wort. Und hier ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Oftmals laufen wir weg, wenn wir unser Herz ausgeschüttet haben. Oftmals lassen wir uns wieder ablenken vom Getöse dieser Welt. Und da hilft es vielleicht manchmal doch auch einen ruhigen Ort aufzusuchen. Auf einen Berg zu gehen, wo keine Ablenkung ist. Jesus selbst tat es, und dort ins Gebet zu gehen, hat er seinen Jüngern gesagt, zieht euch zurück ins Gebet. Und er sagt auch dir und mir, zieh dich einmal zurück vom Getöse dieser Welt, vom Getöse deines Problems, das dich niederziehen will, vom Sturm deiner Seele. Schütte dein Herz aus. Lass dich aber auch von ihm korrigieren. Nimm Gottes Perspektive an, wie er am Werk war, ist und sein wird. Was er in deinem Leben schon vollbracht hat, gerade tut und noch tun wird. Und dann, wenn du erfrischt worden bist durch das lebendige Wort, durch Gottes Perspektive, wie er dir wohlgetan hat, dann kannst du auch weiter deinen Dienst tun an deinem Arbeitsplatz, an deinem Umfeld Salz und Licht zu sein. So erging es mir letzte Woche. Müde, geistig müde, man gibt die ganze Zeit und man nimmt sich zu wenig Zeit zum Auftanken, und dann kommt dieser Text. Und es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber ich wurde erfrischt, erquickt. Anfangswoche dachte ich, boah, wie soll ich heute hier stehen und euch wieder dienen mit dem Wort Gottes, wenn ich selber müde bin. Und Gott hat mich erfrischt. Und so ist auch diese Predigt entstanden, die ich euch heute Morgen weitergeben wollte. Lasst euch erfrischen vom lebendigen Gott, dass ihr weiter dienen könnt. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, du große, lebendige, einzige und wahrhaftige Gott, du wirkst Großes. Du wirst in der Vergangenheit Großes gewirkt, du wirkst heute Großes und du wirst noch in Zukunft Großes wirken. In der Welt, in unserem Land, aber auch in unserem Leben. Und Herr, du weißt, wo wir stehen, ob wir voll im Saft sind, erholt, frisch von der Ferien, oder ob wir niedergeschlagen sind. Ein Sturm tobt in meiner Seele. Danke, dürfen wir zu dir kommen und bei dir Ruhe finden. Du bist der, der unsere Seele zur Ruhe bringt. Du bist der, der uns zulässt. Du bist der, der uns stärkt. Du bist der, der unseren Blick auf dich möchte richten. Also tu du uns wohl am heutigen Tag. Danke, dass du auch im Übermaß für uns sorgst, dass wir genug zu essen haben, dass unser Körper wieder zu Kräften kommen kann. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir uns stärken und sehen, wo und wie du am Werk bist. Danke, Herr, für dein erfrischende Wort heute Morgen. Amen.